So, ein wunderschönes Willkommen zu Klicker Heroes Folge 55. Und ja, nicht drücken. Man sieht da, ich habe ein bisschen gefarmt. Ich würde sagen, ich bin halt einfach immer wieder bis Level 100, 300, irgendwie so bis Level 300 so knapp. Bis dahin, wo es nicht mehr so schön weiterging. Und habe dann quasi einfach gesendet. Nochmal bis Level 300, gesendet. Wieder bis 300, gesendet. Und habe aufgrund dessen ein bisschen Heroes Souls bekommen, habe ansonsten nichts gemacht. Was mich zu der Frage bringt, was ist das hier? Achso. Ja. Ja. Ja, und nun verkaufen. So. Haben wir schon 500 Punkte, können wir mal einsetzen. The question ist für was? Am meisten bringen uns die beide, ne? Das war Sialatas und das war Libertas. Genau. Also ja, 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 dann wird's toll. So, ansonsten, was ist hier passiert? Ja, sehr gut. Nur Schwachsinn hier. Ah ja. Ups, habe ich jetzt gemacht. Egal. Was haben wir bekommen? Yay, ein Rubin. Ja, Rubin haben wir mittlerweile auch ganz schön viele. Ne? Noch 13 Stück und wir können uns unseren zweiten Autoklicker holen. Was mich allerdings zu einem anderen Thema bringt, und zwar folgendes. Ich habe vor, heute Abend, also jetzt nach der Aufnahme, quasi auch noch mal ein bisschen hier zu farmen. Das Farmen hat auch schon etwas gebracht. Und zwar haben wir jetzt schon, wow, unglaubliche 8 Ascendant Souls. Wird wir bekommen bei der nächsten Transcension. Das ist, ja, was das hier aber bedeutet, keine Ahnung, ob wir noch so viele brauchen, bis wir die nächste bekommen. Oder ob, weil normalerweise steht hier der Wert, ab dem man das bekommt. Heißt also, wenn wir den Wert 52 erreicht hätten, ne, Betonung auf hätten, würden wir die nächste bekommen. Aber wahrscheinlich ist das gemeint, dass uns das noch fehlt bis zur nächsten Ascendant Souls oder Ascension Souls. Weil bei mir, deswegen war ich nämlich ein bisschen verwirrt, bei mir steht es nämlich tatsächlich anders und zwar. Hier. Next ist, ich guck mal ganz kurz. Halt, was mach denn da? So. Da. Och du Kamera, bitte. Da. Next AS und dann steht der Wert, den ich erreichen muss, um zur nächsten Ascension zu kommen. Heißt also ab 1,4 E15, denke ich zumindest, komme ich zur nächsten Ascension. Beziehungsweise ich habe auch noch nie drauf geachtet, kann tatsächlich natürlich auch hier sein, dass das nicht der Wert ist, den ich brauche. Wäre aber. Kann man so und so sehen. Ja, keine Ahnung. Kann auch sein, dass es hier auch so ist, aber hier sind die Werte so hoch und ich habe nie drauf geachtet, von daher. Keine Ahnung. Kann durchaus der Fall sein. Da muss ich mich nicht drauf festlegen. Ne? Gut, nichtsdestotrotz. Weiter die Kamera hier wieder Diashow-Modus. Naja, ist, weil halt so wenig Licht im Raum ist. Auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass wir den Wert erreichen, also dass wir das noch sammeln müssen in der Ascension, was wir jetzt also definitiv haben. Sprich, also wenn ich jetzt ascende, müsste hier bereits eine 9 stehen. Was ganz geil ist. Und sobald wir 10 zusammen haben, ascenden wir auch. Und dann ballern wir alles mich hier rein. In den netten Ponyboy. Alles andere bringt hier eher wenig bis gar nichts. Ich meine, hier könnten wir auch noch was reinbuttern. Aber ganz ehrlich, das dauert mir halt jetzt tatsächlich zu lange. Und das Wichtigste ist tatsächlich erstmal Heroes Souls. Zur Not können wir später immer noch ascenden. Also nochmal transcend, meine ich doch, nicht ascenden. Um den dann hochzuleveln. Aber da lasse ich mir tatsächlich ein bisschen Zeit. Ich hoffe, das ist nicht dumm. Weil das Problem ist, der Wert, den man wie gesagt braucht, um die nächste Ascendant Soul zu bekommen, steigt drastisch an.
Heißt also, wir haben jetzt schon relativ lange gebraucht, um hier auf. Wir sind ja noch nicht mal 10, ne? Heißt also, allein um auf 10 zu kommen, brauchen wir schon relativ lange. Und um nochmal 10 zu bekommen, brauchen wir noch viel, viel länger. Das steigt leider extrem an. Und ja, deswegen sollten wir erstmal das bei den 10 belassen. Dann mal gucken, ob wir das, wie gesagt, alles hier reinbuttern. Wir können ja auch Hälfte-Hälfte machen. Bin ich zwar nicht so sehr dafür, weil der hier bringt halt einfach so eher wenig. Und wenn ich den auf Level 10 bringe, dann wäre das gerade mal das Doppelte. Und das Doppelte bringt uns genau gar nichts. Auch das Dreifache ist etwas, wo ich mir denke, könnte besser sein. Deswegen wäre halt die Frage, hier das Doppelte reinbuttern. Oder halt, wie gesagt, was wir auch machen können, ist einmal ihm 5 Level geben und dann hier unseren Xilil 5 Level geben. Das geht auch. Das lasse ich mir noch offen. Warum bin ich hier auf dem einen Level gefangen? Hä? Oh, ich kann noch mal hier weitergehen. Danke. Hä? Och, bah! Die Hand bitte. Bam. So. Wow, habe ich die ganze Zeit auf dem Level stagniert. Ist ja nett. Ist ja nicht so schön. So, die Frage ist jetzt, was machen wir? Wir haben 6.000 Heroes. Die könnten wir tatsächlich einfach mal ausgeben. Das Problem ist, wir brauchen 8er. Hä? Oh, er ist auf 100er fest. Haha. Wäre eine Ansage. Könnten wir tatsächlich machen? Nein, machen wir nicht. Wir buttern erstmal überall 20 Level rein. Das klingt realistisch. So, jetzt haben wir noch 4000 Souls übrig. Das heißt, was machen wir mit denen? Hier was reinzubuttern, tue ich nicht. Weil ist zu teuer. Ich meine, gut, einmal 10 Level könnten wir geben. Dann hätten wir hier zumindest 900%. Oder? Das stimmt gar nicht. Der gibt plus 24 pro Level. Ist ja hässlich. Was heißt denn, er würde uns gerade mal, ja, 8400 Level, also Prozent danach haben. Ist ja auch nicht gerade die Welt. So, was wir mal eher gucken, ist hier oben. Er. Wobei, gucken wir lieber nicht. Ja, 10 Level kostet einfach mal 130.000. Alles klar. Immer wieder gerne, tu mich auch. Was ist nächstes Level? Okay, ein Level bringt was. Zwei Level können wir auch nehmen. Mehr mache ich erstmal nicht. So, das hier ist tatsächlich eine geile Sache. Hier kosten 10 Level. Oh cool. Das können wir direkt machen. Aber schon 10.000 Glück Damage. Und was wir zur Abwechslung auch mal machen könnten, wäre hier was reinbuttern. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz so sicher. Ich meine, wir hätten dann 0,2%. Das wäre jetzt noch nicht so viel. Ja, man sieht hier auch schön im Vergleich, ne? Jetzt ist der Preis noch ungefähr so. Also, hier ist ja gerade mal Level 10, ne? Die sind aber so ungefähr in der gleichen Liga. Aber wenn man hier noch 100% weiterrechnet, 100 Level weiterrechnet, dann ist er schon wesentlich preiswerter als er. Weil er halt sehr, sehr schnell sehr teuer wird. Ist zwar noch kein Vergleich zu dem hier, der einfach mal 6 E32 Heldenseelen braucht, um bis Level 100 zu kommen. Aber gut. So. Okay. Jetzt mal gucken. Wir können natürlich die 2000, also die fast 3000 erstmal da lassen. Oh, falsche Reiter. Da bitte. Danke. So. Ja, was wäre am dümmsten? Am dümmsten ist, wenn wir speichern das Ganze. Habe ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Fällt mir gerade auf. Ja. Unsere ganzen Eidler sind jetzt mittlerweile alle auf Level 50. Okay, wir haben nur die zwei.
Der ist ja unabhängig, der ist ja egal, ob ich idle oder nicht. Ist ja Treasure Chest. Aber das sind halt die preiswertesten. Und seht ihr, genau das ist das, was ich meine. Normalerweise hätte ich ja so gemacht, dass er mit den drei zusammen ist, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Jetzt muss ich jetzt rumscrollen, gucken, wer wie weit ist, weil wir hier haben wir welche, die wir auf Level 50 haben, weil sie am preiswertesten sind. Hier haben wir auch einen, den wir auf Level 50 haben, weil er preiswert ist. Und hier zwischendrin haben wir ein 10er Level. Das heißt, wir müssen immer rumgucken, wo ist jetzt hier wer. Und deswegen habe ich es halt lieber bei meiner mobilen Version, dass ich da ein bisschen Ordnung drin habe. Was hier leider nicht geht. Danke dafür, Merkel. Oder Aiblali. Oder wer auch immer gerade der Ziegenbock ist. So. More Treasure Chests. Wäre halt geil, aber. Ich weiß nicht, ob ich noch zwei Level reinbuttern sollte. Das wären mehr als 1000 Hero Souls. Für insgesamt vielleicht 50% plus. Nee, lass ich mal. Ich bin eher am Überlegen, ob ich die hier tatsächlich noch ein bisschen weiter hochlevel. Also hier meine 15 Kandidaten, dass ich die noch weiter hochlevel. Die hochleveln habe ich nicht wirklich Bock drauf. Wisst ihr was? Ich habe ja gerade gespeichert, ne? Ich speichere mal nochmal. So, danke, in der Zwischenablage reicht. Wow. Man könnte auch einfach 840% draus machen. Nee, aber es müssen ja wieder hier kaufmännische Eigenschaften vertreten sein, ne? Und wie im Laden, ne? Statt 10 Euro lieber 9,95 Euro. Danke dafür. So, auf jeden Fall kosten jetzt hier weitere Level schon 2000. Das ist also alles andere als gut. Die 10 Level, die ich jetzt hier reingebuttert habe, lasse ich auch mal drinne. Die tun tatsächlich nicht so sehr weh. Oh, der nächste kostet schon 1000. Und bringt uns gerade mal ganz nah an Level 200 dran. Ist für den Anfang echt ganz schön teuer. Ne, komm, wir importieren mal nochmal. Thanks. Danke dafür. Achso, ja, muss ich natürlich die Hand wieder draufsetzen. Macht der leider nicht automatisch. So. Also, hier haben wir gesagt, nee, lass mich lieber. Ich bin tatsächlich eher dafür, hier noch ein bisschen was reinzubuttern in die Damen und Herren. Ach, hier schon wieder Pause-Modus. Wie gerade dein Arsch. Gut, wir haben jetzt hier überall ein bisschen was reingebuttert. Okay, komm, ganz ehrlich, ich mache mal hier unsere beiden Idler, den gebe ich noch mal ein bisschen Level. Und noch mal ein paar Level. Jetzt haben die beide fast 10.000 jeweils. Das ist schon ganz geil. Also mehr als 10.000. Das ist tatsächlich schon ganz geil. So. Und dann würde ich mal sagen, machen wir eine Ascension? Fragezeichen. Wo ist denn hier unsere Mumie? Da. Ja. Okay. Das heißt, Finger auf den Abzug und freischalten. So. Müssen wir ein bisschen warten, bis wir ein bisschen Geld verdient haben. Wie im richtigen Berufsleben. Hö. Tja, und dann. Oh, wir haben jetzt genau 1400 Hero Souls. Und wieder unsere 0,00000000025%. Wow.
Das ist funny. That is so funny, I kick my ass. So, gibt's hier die 25er Stufe? Nee, gibt's hier nicht. Gibt's nur 10er Stufen. Gut. Dann lasse ich das doch mal, die bei dir auf 75 zu setzen. Stattdessen überlege ich eher, ob ich jetzt doch noch mal den hier ein bisschen hochsetze. 10 Level. Also wenn wir 20 Level kaufen, werden das... was? Achso, 50% pro Level. Also werden das 100% alle 2 Level und damit 1000% mehr. Machen wir. So, okay. Wow. Ups, ich habe gerade nicht auf den Preis geachtet. Ja, also ich. Ja. War jetzt gerade nicht so schnieke, ne? Na gut, eine Ascension haben wir es wieder drinne. Ups, das wollte ich gar nicht anklicken. Ah, komm hier. Okay. Ja, komm, jetzt für diese Klick-Kombo, sonst hau ich dich. Danke, 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 danke. So, voll das Schöne ist, wir können jetzt immer gleich 100 Level mit einmal kaufen. Ist doch ganz geil. Ich meine, wenn es jetzt die mobile Version wäre, dann könnten wir auch irgendwann anfangen, 1000 Level mit einmal zu kaufen. Das geht hier leider nicht, weil, ja, geht nur 10, 25 und 100 und danach kommt der Max. Wobei Max nicht Max bedeutet. Heißt also, wenn man jetzt irgendwann mal 30 Trillionen, 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 Gold hat und dann einmal auf den Button drückt, dann kauft er nicht Trillionen, 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 Level, sondern er kauft maximal, jetzt muss ich lügen, entweder 9.999 oder 99.999. Wer auf die Idee gekommen ist, fragt mich bitte nicht. Erstens mal, warum da Max steht, obwohl er nur knapp 10 oder 100.000 kauft. Und dann kauft er auch nicht 10 oder 100.000, sondern 10 oder 100.000 minus 1. Wer kommt auf so eine Idee? Was denken sich die Entwickler dabei? Ganz ehrlich. Das ist sowas von, aber gut. Welche, die sie mögen, die mögen es vielleicht. Vielleicht war es als April-Scherz gedacht und wurde nie wieder entfernt. Kann ja alles sein. So. Wir rocken wieder schön hier die Hauptstadt. Diesmal auch mit ordentlich Bonus. Was ganz geil ist. Wir haben das 40-fache. Ja gut, das 40, 60, oh, das 100-fache. Also, ne? Ist ja klar. Also hier 40-fach, weil 4000% ist knapp 40. Und 150% plus heißt insgesamt 250%, also Faktor 2,5. Und 2,5 mal 40 sind so ziemlich genau 100. Also das 100-fache durch Schatzkisten und dann jeweils noch das 100-fache Gold im Idle-Modus und 100-facher Schaden im Idle-Modus. Das heißt also, boah, ich gewinne oder ich bekomme jetzt durch die Kisten das 100-fache mal das 100-fache, weil ich ja durch die Kisten 100-fach bekomme und dann nochmal, weil ich idle, nochmal das 100-fache bekomme von diesen 100-fachen. Das heißt also, ich bekomme durch die Kisten mittlerweile das 10.000-fache. Ja, das erklärt auch, warum wir hier so schnell durchkommen. Apropos durchkommen, warum struggle ich? Bitte kaufen. Dankeschön. Wie beim Immobilienhai, immer kaufen, kaufen, kaufen. So. Sehr schön, sehr schön. Oh, ja, aber einfach einen ausgelassen. Wo ist unsere Armenhop? Den leveln wir gleich mal auf Level 200.
Achso, da kommt jetzt noch. Gut. Sind wir wohl doch nicht so schnell, wie ich gedacht habe, hä? Aber jetzt die erste Session kann natürlich wieder ein bisschen träge werden, weil wir jetzt gerade nur noch 190 Hero Souls haben. Danke dafür, Ronny. Wobei 190 Hero Souls geht eigentlich voll klar. Das kann man tatsächlich so machen. Manu, danke. So. Ah, da kommt unser Armin Hopp. Ali Hopp, Ali Hopp, Armin Hopp. Sehr schön. King Midias. Einer der zusammen mit hier Becky, wie heißt die? Becky Klicker. Tatsächlich den, ja, effektivsten sind, auch auf lange Sicht gesehen. Er, weil er halt gut viel Gold einsacken lässt, und Betty Clicker, weil sie halt gut viel Schaden einkassieren lässt. Oh, da habe ich jetzt deaktiviert. Danke dafür. Was beides für sich gesehen jeweils ganz geil ist. Wie man sieht, arbeiten wir mittlerweile komplett passiv, schon seit einer ganzen Weile, für die es noch nicht gemerkt haben sollten. Was halt ganz einfach daran liegt, dass sobald man passiv spielt, man hat einfach durch das Passivspielen so viele Vorteile, dass es sich dann nicht mehr lohnt, aktiv zu spielen. Weil, ne, wir halten uns jetzt mal vor Augen. Ich komme zum Beispiel bis Level 400. So, sage mir dort, okay, ich stecke fest, es geht nichts mehr, ich kriege kaum noch genug Gold für neue Monster, sodass ich meine Monster nicht schnell genug aufleveln kann, damit ich da wirklich effektiv weiterkomme. Dann würde jetzt der intelligente mich sagen, ja gut, dann nimm doch dein Rollerball und Jojo mal ein bisschen, damit du jede Kombo bekommst und die schon auf die Fresse auf. Weil durch die Kombo ist man irgendwann wesentlich stärker, als man durch den Idle-Bonus gewesen wäre. Dauert zwar ein bisschen, aber geht relativ schnell. Vor allem, wenn man unseren Juggernaut sehr hoch gelevelt hat. Aber das Problem ist Gold. Man bekommt ja auch den Goldbonus nicht mehr. Und das heißt, man bekommt im Vergleich zu Idle, wir haben ja jetzt den Faktor 100. Das heißt also, wir würden von dem Gold, was wir im Idle bekommen hätten, nur noch ein Hundertstel bekommen. Naja, ist natürlich ultra kontraproduktiv, wenn man jetzt mal noch schnell ein paar Ebenen schaffen wollte, weil da schaffst du keine Ebenen mehr. Du verdienst nämlich schlicht und ergreifend kein Gold mehr. Und dementsprechend habe ich auch in den ganzen letzten Ascensions immer mit dem Jojo gelassen, weil bis wir mit dem Jojo so viele Monster geschafft hätten, dass wir wieder durch die Monster Gold verdienen, der hätten mir einfach eine Ascension mehr gebracht. Von daher. Außer wir hätten den Jojo wieder eine Weile lang laufen lassen, also über mehrere Tage, aber das hätte noch länger gedauert. Logisch, mehrere Tage. Ja. Von daher. Nicht so gute Idee. Warum schockt das hier gerade? Och, warum ist die Decke raus? Nee, doch. Hä, war doch drin. Hä? Verwirr ich nicht. Don't talk to me. So, was geht hier ab? Du bist Bubo, Scrabble, Admin, Mammon. Achso, wie ist denn der? Mammon haben wir ja. Aber ich glaube, unser Mammon. Nee, Mammon haben wir nicht. Eben, Mammon wollten wir uns holen, aber, oder, nee, gar nicht, die wollten uns nicht holen, weil er halt so wenig bringt. Wo war ich jetzt? Da war ich. So, gucken wir mal, ob sich das lohnt, ihn aufzuheben. 20% Gold Drop. Ja, eben, das sind 5% pro Level, das bringt absolut gar nichts. Komm, verjuxen wir. So, was war hier gerade? Ah, die Collector's Edition. Dankeschön. Ja, du bist safe. Safe im Arsch. So, wo ist denn hier unser... Oh, ja, haben wir Eiskalt übersprungen.
Mann, ich war doch bereits im Modus. Alter. Danke. So. Bup. Danke, 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 danke. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Hero Souls wir bekommen. Wir haben jetzt mittlerweile unseren Bonus ein bisschen aufgestockert. Naja, ist eigentlich immer noch ein Witz. Es ist sowas von ein Witz, Alter. Oh Gott. Ah, ja, siehst du, jetzt haben wir 9. Okay, dann ist das also wirklich das, was wir bis zur nächsten Ascension brauchen. Gut, das heißt, dafür kriege ich noch heute Abend locker zusammen. Dann können wir morgen früh tatsächlich eine Transcension machen. Booja! Das wird fucking awesome geil. Und damit ihr schon mal wisst, ja, nach der Transcension geht es dann wieder arschlangsam los. Aber muss ich mal gucken. Morgen ist sowieso erstmal ein bisschen was auf dem Programm. Die erste Folge wird wahrscheinlich erst viel, viel später kommen. Also nicht für euch, aber ich werde sie später aufnehmen. Weil ich muss morgen wohin. Und dementsprechend, ja, muss ich dann gucken, wie ich jetzt morgen mit den Folgen mache. Also ich werde trotzdem morgen 3 Folgen machen, aber der Abstand zwischen den 3 Folgen ist dementsprechend viel kürzer. Und da werde ich mal gucken, dass ich innerhalb zwischen den ersten beiden Folgen quasi denn, wenn wir in der ersten Folge die Transcension machen, dass ich da dann tatsächlich schon, ja, wäre den Folgen quasi ein bisschen idle, also ein bisschen in nicht idle, sondern Hochlevel. Einfach aus dem Grund damit, weil die erste Ascension ist halt noch komplett ohne Agents, wo wir müssen ja erstmal Hero Souls bekommen. Und dementsprechend dauert die halt ewig. Vor allem, wenn man sich jetzt hier an die schnellen Ascensions gewöhnt hat, dann kommt die eigentlich noch ewiger vor. Das war gerade komplett Schwachsinn. Danke dafür. Und dementsprechend, ja. Werde ich die mal ein bisschen beschleunigen. Ich meine, wir haben die mittlerweile schon zweimal durchgemacht. Einmal ganz am Anfang des Let's Plays und einmal nach der ersten Transcension. Von daher wisst ihr mittlerweile, wie langwierig die erste Ascension ist. Ach, ist ja schon Frostleaf. Ha, Leute, kann ich ja gleich den Finger drauf lassen. Bup. War so quasi Wind des Schicksals. Scheiße, zu spät. Weg mit dir. Manu! Na? Danke. Bumm. So. Ja, geht auch ganz gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erstmal versuche, möglichst lange laufen zu lassen oder ob ich tatsächlich wieder einfach alle halbe Stunde sende. Muss ich mal gucken. Ein Fisch. Ja, muss ich mal gucken. Okay. In dem Sinne würde ich mal sagen, ciao mit V und bis morgen früh. Tschüss.